Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, heute seht ihr mich mit Mütze, weil genau die möchte ich in der nächsten Zeit mit euch zusammen machen. Das hier ist jetzt die Mützenvorstellung, die mache ich jetzt ein paar Tage bevor die Mütze beginnt. Einfach, dass ihr Zeit habt, nach Wolle zu schauen, ob ihr was da habt oder falls ihr die gleiche Wolle haben wollt, die im Prinzip euch zu besorgen. Ich zeige euch jetzt erstmal dieses wunderschöne Mützchen. Ich habe das dann auch nochmal in anderen Farben da und in einer anderen Wollqualität, nur dass ihr einfach schon mal schauen könnt. Also, ich setze mal kurz ab. So, wir haben hier eine wunderbare Mütze. Das Mitmach mache ich euch für Damengröße, weil wie ihr seht, die Mütze passt mir ganz wunderbar. Und dieses Mützchen ist für meine Tochter. Das hier ist die Gründel Baby. Das ist einmal ein ganz helles Grau und ein Jeansblau mit einem schönen, ja, hellgrauen Bündchen. Wir stricken das hier wirklich Masche für Masche zusammen. Also ich lasse euch da nicht alleine laufen. Mit den zwei Verschlusstechniken hier oben, das erzähle ich euch dann auch alles im Video, so dass wirklich jeder so eine wunderbare Mütze bekommen kann. So, das hier ist die Gründel Merino Pur. Einmal die Farbe 15, das ist dieses süße Pink, was wir hier haben. Und dann könnt ihr dazu nehmen Weiß, ihr könnt Natur, ihr könnt ein helles Beige dazu benutzen. Das sind alles Farben, die sehen damit ganz, ganz toll aus. So, ich habe jetzt nochmal geschaut. Also das hier ist nicht die Farbe Pink, wie ich es leider jetzt die ganze Zeit im Video sage, sondern die Farbe Malve. Aber eine wunderschön kräftige Farbe. Ihr könnt ja auch mal auf der Seite schauen. Es gibt so schöne Farben. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. So, und ich habe bei mir die Farbe Natur. Also Natur und Malve gemischt. Aber wie ihr seht, die Farben, die glänzen richtig. Wahnsinn. Und auch die Baby Uni kann sich sehen lassen. Zwar ein bisschen matter in der Farbe, aber trotzdem, wenn man schön Kontrast wählt, auch ganz, ganz toll. Also eigentlich egal, wie man es zusammenstellt, welche Wollversion man benutzt, ob jetzt die Baby Uni oder die Merino, es kommen zwei ganz tolle Mützen raus. So, wir machen das wirklich hier zusammen vom Maschenanschlag bis zum Schließen plus die Bommel plus Bommel an ihn, so dass wir sie tragen können. Vom Annadeln bis zum Tragen. Was brauchen wir? Wir brauchen unsere Wolle. Wenn ihr hier oben, wenn ihr euch für das Merino entscheidet und ihr wollt es hier oben nicht gestreift, nehmt von dem Natur 2 Knäuel. Ich habe jetzt davon nur eins gehabt. Eigentlich wollte ich es auch einfarbig haben wie hier, aber mir hat das Natur da nicht gereicht, meine Hauptfarbe. Deswegen habe ich das dann, ja, ich finde eigentlich einen ganz guten Kompromiss gefunden, dass man das dann hier oben so schön gestreift macht. Also wenn ihr es machen wollt, nehmt von der Hauptfarbe bitte zwei Knäuel, von der reicht aber ganz locker eins, da wie ihr seht, das ist noch reichlich übrig. Und hier, da habt ihr sowieso genug Laufmeter, da reicht von jeder Farbe ein Knäuel vollkommen aus. So, Nadeln, was brauchen wir? Wir brauchen die Dreiernadel, da könnt ihr das Nadelspiel nehmen, das braucht man sowieso zum Schluss zum Schließen. Oder ihr nehmt eine, ja, eine Rundstricknadel mit eurem Seilumfang oder. Und für das Muster, um die ganzen Spannfäden ein bisschen auszugleichen, habe ich dann die Vierer benutzt. Weil wir haben in dieser Mütze ganz wunderbare Spannfäden. Wundert euch nicht, ich habe hier den einen oder anderen Faden noch nicht vernäht. Na, das muss ich dann noch machen. Aber wir haben hier wirklich wunderschöne Spannfäden. Und damit das Ganze elastisch bleibt und uns nicht auf den Kopf einengt, nehmen wir dann eine Nadelstärke größer. So, also starten tun wir mit der Mütze dann auch jetzt bald. Aber erst in ein paar Tagen, dass ihr halt genug Zeit habt und dann gleich in aller Ruhe mitstricken könnt, dass wir uns dann so die Zeit jetzt über den Herbst ein bisschen schön kuschelig versüßen. Okay, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt viel, viel Spaß bei dieser kleinen Serie und auch bei der Mütze.
Die geschriebene Version versuche ich relativ zeitnah bei Crazy Partners reinzubekommen, dass ihr euch dann da auch das Strickmuster und so weiter nochmal anschauen könnt. Und wer das nicht mag, wir machen ja eh Masche für Masche zusammen. Also dann, meine Lieben, ich mache jetzt ein freundliches Winke-Winke in die Runde. Hoffe, ihr freut euch schon drauf und seid dann mit am Start.